Hallo bei Knitting Dani. Ich habe eine Rubrik in meinem Shop auf meiner Homepage, die nennt sich Grundlagen. Und da fehlte mir noch links verschränkt. Und ich habe schon ein kleines Video gedreht für rechts verschränkt. Und jetzt ist die links verschränkte Masche für euch dran. Ich habe dieses kleine Probestück, da haben wir schon die rechts verschränkte Masche zusammen geübt. Und jetzt bin ich auf der Rückseite. Ich drehe mal wieder auf die Hinreihe, also die Vorderseite. Da sieht die rechts verschränkte Masche so schön gedreht aus. Dadurch wird das Bündchen etwas fester und das erzeugt sozusagen ein kleines Muster. Also es kann auch als kleines Musterelement verwendet werden. So schaut die normale rechte Masche aus, so die verschränkte. Jetzt, wenn ich die Rückreihe stricke, wenn ich jetzt in Hin- und Rückreihen stricke, habe ich dann sozusagen, was die rechts verschränkte war, ist jetzt hier die links verschränkte. Ich sehe jetzt dann die Vorderseite als rechts, auf der Rückseite ja immer die linke. Heißt, ich muss jetzt diese rechts verschränkte Masche für die Hinreihe, also die in der Hinreihe war, nun links verschränkt stricken. Also so bin ich jetzt hier direkt schon mal in der Rückreihe bei der linken Masche angekommen. Hebe ganz normal, wie ich es kenne für die linke Masche, den Faden vor die Nadel und jetzt steche ich nicht von rechts ein, wie ich es kenne für die linke Masche, sondern von links hinten. Sieht dann, ich drehe es mal für euch, so aus. Wir drehen natürlich dann beim Stricken, nicht bei jeder linken Masche, das ganze Strickstück so, aber dass ihr es mal seht. Also quasi die Gegenseite, ich stricke sonst die linke von rechts kommend. Jetzt komme ich aber von links hinten und jetzt geht es normal weiter, wie ich es für die linke kenne. Ich hole mir den Faden und jetzt muss ich mir hier ein bisschen mit dem Daumen helfen. Ich halte diese Schlaufe fest und führe die Spitze durch die Masche. Die rechte stricke ich normal. Dann wieder von links hinten kommend, das zeige ich euch nochmal, wie das aussieht. Jetzt drehe ich es wieder in die normale Strickrichtung. Ich führe jetzt die Nadel von hinten links ein und verdrehe schon die Masche. Und genau das möchte ich ja erzeugen. Dann stricke ich normal links weiter. Wieder eine rechte. Jetzt versuche ich mal von der Richtung euch das zu zeigen, von oben. Also links hinten. Ich führe durch, die Masche durch. Und jetzt kann ich mir ganz normal den Faden holen. Und eine rechte. Ich gehe mit der Nadelspitze nach hinten, nach links hinten, komme wieder nach vorne durch und hole mir den Faden. Und schon verdreht sich die Masche. Ich stricke jetzt mal eine normale linke Masche. Und die ist offener, aber ich möchte sie ja so verdrehen, ich mache es mal ohne den Faden, ich möchte sie ja so gedreht haben. Und das erzeuge ich, indem ich von links hinten einsteche und nach vorne komme, das natürlich aber wie bei einer linken, mit dem Faden vor der Nadel. Und dann hole ich mir, wie ich es normal kenne, den Faden und stricke die linke Masche, also von links hinten durch die Masche durch. Der Faden liegt vor der Nadel und schon kann ich die linke Masche stricken. Links verschränkt und eine rechte. Das Ganze ist natürlich in dem Bündchenmuster in Hin- und Rückreihen tatsächlich so, dass ich in der Hinreihe Knötchenrand, dass ich in der Hinreihe rechts verschränkte Maschen stricke und in der Rückreihe links verschränkte Maschen brauche. Hätte ich das Ganze in Runden, müsste ich immer nur rechts verschränkte Maschen stricken, eine links für so ein Bündchen. Rechts verschränkt, eine links. Das ist in Runden natürlich viel einfacher, aber wir brauchen schon ab und zu auch die links verschränkte.
Und jetzt habt ihr euch erinnert oder gesehen, wie die funktioniert. Viel Spaß beim Nachmachen!